Es geht um unsere Zukunft. Extra Radio stellt die Kandidaten für Hochfranken vor. Geh wählen. Extra Radio anhören, ansehen und wählen. Mein Name ist Michael Wüst. Ich bin 61 Jahre alt. Ich bin verheiratet und habe 3 Kinder, 2 Erwachsene und noch einen Jungen mit 15 Jahren. Und ich wohne in Hof. Ich stehe für die Politik der Alternative für Deutschland, für das Programm der Alternative für Deutschland. Ich bin Gründungsmitglied in Hof des Kreisverbandes hier in Hof und ich bin gleichfalls Gründungsmitglied der Partei insgesamt, weil ich beim Gründungsparteitag der Partei 2013 in Berlin dabei war. Ich will nur mal das Thema der Stromtrassen nennen, das für sehr viel Aufregung sorgt. Auch die Frage des Sinnes von Windrädern, wenn die Menschen Sorgen haben, dass ihre Natur, die Schönheit der Natur beeinträchtigt wird. Die wirtschaftlichen Fragen, die in der Stadt, dass man möchte eine gute Wirtschaft haben, man möchte, dass die Menschen gutes Geld verdienen können, damit sie auch, gerade auch die jungen Familien, auch eine Familie gründen können, also auch ihr Kinder haben können. Es gibt eben Menschen bei uns, obwohl es immer heißt, Deutschland ist ein reiches Land, gibt es eben Menschen, doch sehr viele Menschen in Deutschland, die auch von Armut betroffen sind, aber auch nicht nur von Armut, sondern zum Beispiel auch, dass sich ein junges Paar etwa fragt, ob es sich überhaupt ein Kind leisten kann. Es ist für die Firmen nicht einfach, Mitarbeiter zu finden. Und gleichzeitig ist es für eine Region immer positiv, wenn eben auch eine nächste Generation nachwächst. Das setzt aber voraus, dass man die Familien auch unterstützt. Und ich möchte also auch hier als Direktkandidat für Hof diese Fragen ansprechen, die einfach so ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden, in so einer Art Wohlfühlwahlkampf nach dem Motto, warum sollen wir überhaupt einen Wahlkampf machen? Warum sollen wir überhaupt diskutieren? Es geht uns doch allen gut. Nun, es ist meine feste Überzeugung, es geht eben nicht allen Menschen gut. Ich denke hier insbesondere auch an die älteren Menschen, die mit einer Rente von vielleicht nur 400 bis 600 Euro auskommen müssen, sodass also eine Vielzahl von Herausforderungen vor uns stehen. Die Welt bleibt nicht immer gleich, sie verändert sich und man darf vor diesen Veränderungen die Augen nicht verschließen. Und deswegen trete ich zu dieser Wahl an und werde das mein Bestmögliches versuchen, zunächst einmal die Wahl zu gewinnen, was auch nicht ganz einfach werden wird, zugegebenermaßen. Und wenn ich die Wahl gewonnen habe und wenn ich das Vertrauen der Bürger bekomme, um das ich sie bitten möchte, werde ich mich genau für diese Fragen einsetzen, die ich jetzt hier eben gerade angesprochen habe. Vielen Dank. Ich empfehle selbstverständlich die Alternative für Deutschland zu wählen, die AfD. Ja, es braucht in diesem Land dringend eine Opposition. Zu entscheidenden Fragen gibt es im Bundestag keine Opposition. Ich nenne Beispiele: die Euro-Rettung, die Grenzöffnung, die Ehe für alle. Die AfD hat für mich mehrere Alleinstellungsmerkmale, die sie von anderen Parteien unterscheidet. Zunächst einmal hat sie vor, einen Untersuchungsausschuss Merkel einzurichten, sobald sie in den Bundestag eingezogen ist, um die ganzen Rechtsbrüche mit der Euro-Rettung und mit der illegalen Grenzöffnung aufzuklären. Weiterhin setzt sie sich als einzige Partei ernsthaft für Volksabstimmungen ein nach dem Schweizer Modell. Und sie bekennt sich zur traditionellen Familie. Und sie bekennt sich zu unserer Heimat, zu unserem Land und zu seiner Kultur. Ja, Michael Wüst, muss man nur seine Vita anschauen, ist ein hochkompetenter Kandidat. Er ist Fachhochschulprofessor für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftspolitik in Mittweida. Das zeigt seine große Kompetenz, vor allem im Bereich der Wirtschaftspolitik. Er war außerdem mehrere Jahre stellvertretender bayerischer Landesvorsitzender der Alternative für Deutschland hier in Bayern. So wie ich Michael Wüst kennengelernt habe, ist es ein seriöser, ein kompetenter, ein volksnaher Mensch. Er ist kein Populist, er ist geradlinig,
aufrichtig, konservativ und er weiß, durch Argumente zu überzeugen. Geh wählen. Extra Radio anhören, ansehen und wählen.